Ja, hallo, ich bin Matthias Magdowski von der Otto-von-Guericke-Universität. Wir haben leider an unserer Uni kein hochschuldidaktisches Zentrum, aber wir haben natürlich in den letzten 3 Semestern auch alles komplett in Online- und digitaler Lehre gemacht und haben jetzt festgestellt, dass die Studierenden, so sie zurück sind auf dem Campus, Probleme haben, in die Präsenzformate hineinzufinden. Und wir haben uns auch überlegt, dass Hybrid-Setting mal ein bisschen umzudenken und haben dafür den Zoom-Frame 2000 entwickelt. Den wollen wir kurz demonstrieren. Sehr klasse. Ich würde sagen, ich mach mal meine Kamera an der Stelle. Und ja, dann sieht man, dass das wunderbar funktioniert. Und für die Studierenden natürlich den gleichen Eindruck liefert, wie den sie halt gewohnt sind aus den 3 Online-Semestern. Ein Vorteil dieses Aufbaus ist, dass man natürlich auch Team-Teaching machen kann. Dafür würde ich sagen, Thomas, schalt doch auch mal deine Kamera ein und stell dich kurz vor. Wir können dich nicht hören, Thomas. Genau, du bist auf Mute. Ja. Jetzt müsstet ihr mich hören können. Ja, klasse. Hallihallo. Hallo, Thomas. Ja, und wer jetzt unten die Zoom-Leiste auswendig kennt aus den normalen Settings, der wird feststellen, dass die beiden Felder für Breakout-Sessions und für Reaktionen hier fehlen, weil man die natürlich auch einfach so machen kann, also auch mit den Studierenden oder mit den Kollegen, die hier im Raum sind. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich zu diesem Setting gar nicht zu sagen. Ein Vorteil ist natürlich auch, dass man hier das Peer-to-Peer aufmachen kann und das auch einfach so in das andere Kamerafenster rüberhalten kann und dann aber trotzdem. Zum Wohl, viel Spaß noch, schönen Abend aus Magdeburg. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt gerade einen Screenshot gemacht, weil das wird der Screenshot des Tages beim Anstoßen, genau. Vielen Dank. Das Ziel, Matthias. Großartig.